Ich weiß nicht, wie es passiert ist, aber wir haben eine neue Bandlist bekommen. Yay, ich habe damit gerechnet, dass wir die wahrscheinlich noch im Dezember kriegen, weil wir letztes Mal auch so eine ganz sneaky Bandlist so am Ende des Jahres hatten. Und wir sagen, da springen wir doch einfach mal rein. Also, ganz wichtig für euch ist, die Bandlist gilt ab dem 1.1. Das ist erstmal gar nicht so lang gehen und bis dahin ist ja wirklich auch nichts mehr. Ich bin mal echt gespannt, weil ich habe ja ein paar Sachen in meiner Liste gesagt, die ich wichtig finde, dass wir die vielleicht hitten sollten. Und ein paar Sachen, die man machen kann, wenn man ein bisschen arschig sein möchte. Wir gucken mal, was Konami getan hat. Agido, der alte Wachposten, ist jetzt banned. Ja, kann man machen. Ich denke mal, dann wird auch der nächste Schaffler da folgen. Ja, und da ist Callback. Ich kann verstehen, warum Konami es gemacht hat. Ich persönlich finde das ultra gut, denn brauchen wir nicht. Ne? Karten, die 5 Karten vom Deck melden können, sollten einfach nicht Game sein. Meines Erachtens nach kommt der Hit ein bisschen zu spät, aber es ist trotzdem gut, dass es gemacht hat. Müssen wir auch mal loben, Konami. Danke, dass ihr es getan habt. Wir sind auf jeden Fall alle ein bisschen happier. Na, verboten. Was haben wir denn noch drauf? Oh mein Gott, das haben die nicht gemacht. Joshua Schmidt muss wohl der glücklichste Mensch auf der ganzen Welt gerade sein. Ist das geil. Ist das geil. Mathmac Circular is banned. Ach, selten so gelacht. Selten so gelacht. Und der nächste Band. Oh, ich sehe schon zwei Sachen. Isolde, Band, Crazy. Hätte ich nicht unbedingt gerechnet, aber ich habe es in meiner Bandlist Prediction ja auch gesagt, dass ich der Meinung bin, dass Isolde langsam gehen kann. Alle sagten, die wird nur in einem Deck gespielt. Aber ja, aber in diesem Deck war die ziemlich krass. Und jedes Mal, wenn wir Kriegermonster rausbringen, wird die Karte ein Problem. Und hier, darauf freuen sich alle. Für die, die es interessiert. Hafenhorror ist zurück auf 1. Zurück auf 1. Die haben den endlich wieder rausgeholt. Es wird nichts verändern. Aber dann ist endlich das Meme tot. Hafenhorror, zurück auf 1. Und jetzt müssen die Leute sich eine neue Karte suchen, die wir zurück auf 1 haben möchten. Ich schätze mal, viele werden jetzt zu Kolossus springen, wovon ich nicht ein Fan bin, aber wir gucken, was noch passiert ist. Das heißt, die Bandkarten sind die vier Karten hier. Ich bin überzeugt davon, dass mehr passiert, als ich selber gedacht habe. Aber gucken, was noch so passiert ist. Redox ist zurück auf 1. Das ist wild. Rettungsass Flugheber ist auch auf 1. Okay. Also sie haben auf jeden Fall Rescue jetzt angefasst. Spannend. Und natürlich auch Tier Elements, weil die haben die natürlich auch gespielt. Und Shavara haben die angefasst. Auf 1. Ja, kann man machen. Ist auf jeden Fall ein guter Hit für Unchained, wenn man das Deck ein bisschen eindämmen möchte. Und oh! Oh mein Gott! Hat die Liste Joshua gemacht? Guckt euch das an! Dryas und Healer, beide auf 1! Oh. Ja! Als hätte Joshua Schmidt diese Liste selber geschrieben. Ist das witzig. Ah ja, kann man übrigens schon machen. Also das ist jetzt ein Punkt. Rika ist für mich jetzt kein Deck, was man jetzt unbedingt hitten muss. Aber wenn man natürlich die oberen Decks alle so ein bisschen ärgert, und mit Isolde ist das schon ein bisschen mehr als ärgern, dann ist es gar nicht so ein schlechter Move, weil sonst würde Rika wahrscheinlich wieder ein bisschen mehr hochcreepen. Ich habe aber die Hoffnung, dass sie auch irgendwas von Labyrinth rausgenommen haben, weil sonst könnte das ein bisschen kritisch werden, was hier so passiert. Gucken wir mal. Oh mein Gott, das finde ich persönlich richtig cool. Ich habe letztes Mal schon gesagt gehabt, als ich über Karten gesprochen habe, die von der Bandlist wieder runter können, dass Ib eine der Karten ist, die meiner Meinung nach wieder zurückkommen kann. Dadurch, dass wir diese ganzen Karten nicht mehr haben, die von Ib profitieren, ist das eine Karte, die jetzt nicht unbedingt ein Problem ist. Und Level 15 Kombos zu machen, ist jetzt auch nicht mehr das Einfachste, weil die Kombos dahin zwar was bringen, aber du kommst halt von da aus nicht weiter. Oh mein Gott! Sie haben Schnappstall zurückgebracht! Ich hoffe, das geht nicht so aus wie 2015. Das war nämlich richtig beschissen. Aber ich glaube, ich besorge mir jetzt einen Schnappstall. Ich glaube, ich hatte mich keinen mehr. Vielleicht habe ich noch einen. Ich muss mal gucken in meiner kleinen Bandlist-Sammlung, ob ich was habe. Die Bandlist ist auf jeden Fall wild. Deutlich mehr, als ich erwartet habe. Und wir sind noch nicht mal fertig.
Oh mein Gott, ich sehe was richtig Geiles. Ja, Mann. Oh mein Gott, ja. Floodgates. Weg mit euch. Verschwindet. Auf eins. Ja, okay. Endlich. Diese Kackdinger. Gozen, Rivoli und There Can Be Only One. Jetzt kann es wirklich nur noch einen geben. Ja, Konami zählt richtig aus. Es ist eigentlich nicht viel passiert. Wir haben eigentlich nichts erwartet. Und das ist passiert. Und das ist passiert. Panko Drops auf 2. Richtig geil. Und Terra Top auch auf 2. Finde ich richtig geil. Und Purli nochmal so einen kleinen Slap mitgegeben auf dem Weg nach Hause. Ja. Also alle Karten, die sich jetzt quasi runter auf 2 bewegt haben. Ja, Panko Drops hätte man auch direkt wieder auf 3 setzen können, genauso wie Terra Top, habe ich in meinem Video auch schon dazu gesagt gehabt. Ich finde es aber gut, dass sie die Karten endlich wieder so ein bisschen hochholen. Jetzt kommen ein paar Karten, die zurück von der Bandlist runter sind, also komplett gar nicht mehr drauf, auf 3 spielbar. Let's go. Ewigen Finale Erznerwettler, kann man machen. Unicorn, ja okay, kann man machen. Mind Control, Topf der Begierden, Magiebuch des Urteils. Sprite Starter ist zurück auf 3. Let's go. Upstart Goblin. Aber Prosperity ist immer noch auf 3, müssen wir irgendwen. Upstart ist zurück auf 3. Wir haben Starter zurück auf 3. Wir haben Urteil zurück. Desires und Mind Control mit Schnappschall und Change of Hearts. Das ist schon wild. Und die Grunde können wir zurück auf 3 machen, macht halt Sinn, weil das Deck macht halt nichts ohne halt Arise hat. Ja, das nenne ich eine Banlist. Ich habe Bock, in dem Format zu spielen. Ich habe da wirklich richtig Bock drauf. Ich glaube, das könnte richtig cool werden. Weniger Floodgates, mehr Interaction, wenn wir stacken gehen, mit Panko Drops einem mehr. Wir haben Mind Controls wieder zurück. Wir haben halt wieder Upside. Wir können halt wieder 37 Karten spielen, wenn wir das möchten. Ja, und so ein bisschen so die oberen Decks ein bisschen angefasst, um zu sagen, ja, lass mal so einen kleinen Slap geben. Und der Hafenhofer dazu ist natürlich ganz geil. Redox ist cool, dass er wieder da ist. Wahrscheinlich gibt es in naher Zukunft irgendeinen Erde-Support und dann ist die Karte relevant und dann wird die spielbar. Und die Miller zu hitten auf 0 ist krass. Das mit dem Circle, das ist halt wild. Das ist halt wirklich wild. Aber das ist wirklich eine Liste, die kennst du Joshua genauso gemacht haben können. Und dann würde ich sagen, das war's schon mit meiner Bandless Reaction. Lasst mir gerne mal ein Like da, wenn ihr mehr Reactions sehen wollt zu irgendeinem anderen Content. Bis dann, haut rein. Ciao, Leute.